Hallo Leute, wir alle kennen diese dummen Kommentare auf YouTube, ne? Es gibt diese dummen Kommentare, die einfach nur dumm sind. Es gibt aber Kommentare, beziehungsweise die Äußerungen im Kommentar können ja nicht dumm sein, sondern die Äußerung in den Kommentaren ist natürlich dumm. Es gibt Kommentare, ja, ist ein bisschen eine komische Darbietung, aber ist ein bisschen dunkel. Ist mir egal. Also das hat mich jetzt so ein bisschen angefasst. Also, es gibt da so ein Video, wo ich einen Beitrag mache über die Busfahrt vom öffentlichen Nahverkehr. Ganz wichtig, öffentlicher Personennahverkehr. Die den Motor laufen lassen bei 15 Grad plus für einfach so warm, ne? Ich gehöre auch zum öffentlichen Personennahverkehr, also kritisiere ich Bürger, die der gleichen Partei sind das. Ich kritisiere also Bürger, die dem ich kritisiere also Bürger, wer hier der gleichen la 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 la. Ich kritisiere also Bürger, welche der gleichen Innung angehören. Und da schreibt S. Punkt, bloß gut. Da schreibt ein Bürger dann, sogar mehr oder minder korrekt Deutsch, also zumindest buchstabentechnisch, bloß gut, Komma, dass an die Taxiständen der Stadt nie Taxi laufen. Es müsste eigentlich heißen, dass an den Taxiständen niemals die Taxifahrer die Motoren laufen lassen. Habe ich das nicht gerade kritisiert, du Depp? So ist das halt, Komma, wenn man in seinem eigenen verkorksten Lebens nichts auf die Reihe bekommt, Komma. Wo ist da der Zusammenhang, S. Punkt? Muss man sich halt Sachen raussuchen, heraussuchen, S. Punkt muss es heißen, um anderen, ich weiß, muss man anderen jetzt hier groß schreiben, schreibt das mal in den Kommentaren, müsste jetzt hier anderen groß geschrieben werden, das Leben noch schwerer zu machen, als es sowieso schon ist. Willst du mich verarschen, du Penner? Würde ich ja fast sagen. Willst du mich verarschen, S. Punkt? Wie mache ich denn jetzt das Leben schwerer? Also ist es also schwer, das müsste eben schwieriger heißen, nicht schwerer. Schwer ist Gewicht, schwieriger müsste es heißen, du großer Bürger. Also, wie mache ich denn das Leben jetzt schwer? Ich fordere den Bürger nicht mal auf. Ich zeige bloß auf, dass der Herr, die Frau, die Person, die beim öffentlichen Personennahverkehr arbeitet, genau wie ich beim öffentlichen Personennahverkehr arbeite, einfach mal den Schlüssel rumdrehen sollte, wenn er da rumsteht und parkt. Wie mache ich denn das Leben schwer? Ist es nicht eher so, schwieriger natürlich, ist es nicht eher so, dass ich versuche, den Menschen das Leben zu erleichtern oder so zu vereinfachen? Erleichtern ist natürlich wieder falsch. Leicht, Gewicht. Schwer, Gewicht, leicht und einfach, genau. Indem Sie den Schlüssel rumdrehen, damit weniger Kohlendioxid auf der großen Fläche und weniger Hitze aus der großen schwarzen Fläche am Busbahnhof vor dem Bahnhof rausballert. Nee, oder doch nicht? Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht sollte er erstmal vor der eigenen Haustür kehren. Das müsste heißen, vielleicht sollte man erst einmal, müsste es heißen, Kollege, vor der eigenen Haustür kehren. Komma, statt andere ständig in den Dreck zu ziehen. Anstatt andere ständig in den Dreck zu ziehen, müsste es heißen. Punkt. Ich ziehe die ja nicht in den Dreck. Die lassen die Mutter laufen. Bei 15 Grad plus.
Die ziehen ihre Innung in den Dreck. S. Punkt. Mal aufgeregt, ne? Also unten kommt das Video rein, auf das ich mich beziehe. Und viel Spaß heute noch. Bitte liken, abonnieren, teilen. Und Mr. S. Punkt, einfach mal nachdenken, bevor man was schreibt, ne? Tschüsschen. Ich gehe jetzt mal hier rum und mache das aus.